Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder beziehungsweise weiteren Staffel 7 Days. Endlich mal wieder mit uns. Genau, die Alpha 21 ist draußen. Wir haben ja die Alpha 20 begonnen. Blutige Anfänger, von nix eine Ahnung gehabt, die absoluten Obernoobs. Jetzt ist es und auch nicht haben besser. Sie beendet. Oh, da ist schon ein schönes Haus. Gucke mal. Und gehen quasi genauso, wie wir die letzte angefangen haben, auch ja, in die 21. Weiter. Also kurz gesagt, wir haben. Oh. Wir haben uns nicht tolle verändert, ne? Hier, Schatz, das ist unser Haus. Guck mal. Wow, wo bist du eigentlich auch hier? Nein, wir müssen uns erstmal wieder finden. Ja, ich bin leider etwas erkältet. Ich hoffe, das stört nicht. Doch, das stört die Leute ganz doll. Hör mal. Was ist das denn? Gibt ein Music-Sound. Hast du angenommen? Ja. Jo, ich nehme gleich den dicksten Busch hier, oder was? So, ich mache mir jetzt erstmal eine Steinaxt, weil ich bin ja, so, ne, schon mal ein bisschen fortgeschritten. Genau. Ich weiß ja, was ich brauche. Wir wissen ja diesmal ein bisschen schon mal Bescheid. Wir gehen nicht ganz so dumm rein wie letztes Mal. Doch, ich denke schon. Aber ziemlich. Jo, einen Schlafsack muss ich fertigen. Ich mache mir jetzt erstmal eine Steinaxt. Ich gucke erstmal, dass ich so ein bisschen in deine Richtung komme. Ja, hier ist voll die schöne Bude. Schlafsack platzieren. Wirklich, sie ist wirklich schön. Nein! Bin ich doof. Fehlt noch ein Stein. Zwei Steine. Ey. Brauche ich noch einen Stein? So. Steinaxt. Die können wir uns nämlich auch schon mal mitnehmen. Ja, die mache ich gerade. Und Schlafsack. Schlafsack. Habe ich schon mal ein bisschen coolen Scheiß gefunden, Jasmin. Noch mehr Mine. Bist du im Brandgebiet? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ist bei dir grün? Warte, Gott, warte mal, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Hatte es bei mir? Bist du im grünen Gebiet, im verbrannten Gebiet, im Schneegebiet? Ich bin im Grün. Okay. Aber direkt am Brandgebiet, glaube ich. Direkt ein Glas Honig bekommen. Nee, also. Killer. Nee, doch nicht. Aber das ist hier voll die schöne Wohnung. Mit Laternen. Das habe ich vergessen. Du bist tot. Oder so. Nee, ich hab vergessen, ich hab ja mit der Steinaxt bei Weitem nicht mehr den Damage. Oh Gott. Oh nee, sterben ist jetzt eigentlich nicht so die Option gewesen. Ich hab ein bisschen Angst gerade, aber ich hab eine Steinaxt Stufe 2 gefunden. Oh Gott, ich fang, jetzt geht das wieder los hier. Ich fang schon richtig schlecht an. So, ich musste jetzt meinen Honig direkt wieder aufbrauchen. Mein Verband habe ich verwendet. Alter. Ah, das, ich hab voll vergessen, ich mache ja gar keinen Damage damit. Ich hab eine Stufe 2 Axt gefunden, das ist schon nicht so verkehrt, ne? Oh, das ist schon nice. Wow, ich hab gerade einen Zombie getötet mit meiner Steinaxt. Und ich hab einen Speer Stufe 2. Ich bin hier noch im Harz unterwegs. Kasseler Berge. Gleich kommt hier der rollende Roland. Hier hört man sogar irgendwie was rum. Yes. Ich frage mich, ob sie die Zombies eigentlich auch verändert haben von der Art und Weise. Nee, also ich hatte gerade den Glatzkopf. Nee, ich meine jetzt beim Blutmond, ob die Taktik mit dem Bunker, die ich mir jetzt überlegt hatte für den nächsten, der natürlich nicht ganz so scheiße aussehen soll, ob das denn noch aufgeht. Der muss mal hierher kommen, hier ist voll. Ah, das ist riesig, nee. Du bist 2,7 Kilometer von mir entfernt. Das ist so ein Gasthaus hier, so eine also. Was weiß ich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Vogelnester gehen ja kaputt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das war vorher nicht, ne? Nee. Wo bist du denn überhaupt? Ich schau den Jungen hier einen richtigen Knüppel gegen den Kopf, Junge. Kaboom. Hab mir jetzt was Besseres gemacht. Weihe, ey. Ach ja, die Ausdauer ist ja auch noch nicht so. Aua.
Scheiße. Scheibenkleister meinst du natürlich, ne? Nee, scheiße, ich blute nämlich. Schade. Du hast einen Verband. Ja, ich muss erstmal aufhören zu bluten. Hm, hast du deine Tage? Komm her, du Ratte, ey, dich mach ich fertig. Du, jetzt bleib ich weg. Ah, ja, das Kanickel ist weg. Oh Mann! Ey, das geht nicht. Ich bin schon wieder fast tot hier. Das fängt genauso an wie in der letzten Staffel. Ja. Oh, meine. Ich bin nur noch 21 gesund. Komm mal hier. Oh. Ah, Ausdauer. Das ist wie abends im Schlafzimmer. Ich kann einfach nicht lange. Oh, ich habe hier schon einen Händler gefunden. Ja, wollen wir nicht erstmal uns finden? Der hat eine Werkstatt. Und wir sollten uns zügig mal was bauen. Ja, das hat Zeit. Ja, genau. Oh, wir haben es doch erst 8 Uhr morgens. Ja, die Zeit vergeht. Ich muss erstmal gucken, was Bob so alles anbietet. Take your time. Ach, guck mal, was Bob so anbietet. Ja, ich habe kein Geld. Wäre es nicht sinnvoller, erstmal ein Haus zu gucken und dann kein Geld? Ne, ich wollte jetzt kein Haus direkt nehmen. Ich wollte diesmal minimalistisch anfangen und mich dann daraufhin aufbauen, so gesehen. Ah ja. Ja. Ich habe das alles schon durch. Hast du das Memo nicht gelesen? Nee. Ausdauer sparen. Ist das Ihr Einkaufswagen, Sir? Darf ich mir die Dose Birnen ausleihen? Diese ganzen Müllsäcke, die verschwinden auch, wenn du die benutzt hast. Okay. Also verschwindet irgendwie gefühlt alles. Was auch ziemlich schnell verschwindet, ist Ausdauer. Nur mal so eine Frage, kommst du mir eigentlich auch entgegen oder laufe ich dir ja einfach weg? Okay. Nee. Aber ich baue nebenbei ab. Ja, ich nehme auch hier und da immer mal so ein bisschen Holz mit. Jasmin! Hast du deinen Charakter verändert? Was habe ich? Hast du deinen Charakter verändert vom Aussehen? Genau, ich habe gar nichts gemacht. Okay, dann ist hier nämlich jemand, der sieht genauso aus wie du. Das ist neu, oder? Er ist mir auf jeden Fall nie aufgefallen, oder ich habe nicht drauf geachtet. Was denn? Die Kriecher sehen jetzt von hinten aus wie Schlangenmenschen mit ihren Organen, die da aus dem Körper ragen. Mhm. Oh, ich habe ein Buch gefunden. Musik ist ein bisschen anders. Und zwar habe ich gefunden Tactical Warfare. Da war sogar wie du gewöhnlich noch was. Darf ich Waffen bauen? Mach doch. Gut. Ah, die Erkältung, die nervt noch so ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns dieses Mal professionell schlagen werden und nicht einmal sterben. Ja? Oh. Glaub nicht, ich war schon kurz davor. Warte. Hahaha, Schizophrenie in der Tierwelt. Ein halbes Hähnchen erzählt.
So, ich habe auch schon ein bisschen Fleisch gesammelt. Mhm. Hat sich das eigentlich verändert? Warte mal. Oh. Wow. Skill. Skill. Check. Okay. Hätte ja sein können. Nein, Sir, ich möchte keine Versicherung von Ihnen in Anspruch nehmen. Boah, das war ein einziges Mindblowing, was ich ihm erzählt habe. Mhm. Glatt der Kopf explodiert. So, wie weit bist du denn noch weg? Noch 2 Kilometer. Und Hoppeleselchen. Kann ich aber leider nicht töten, weil... Und so. Kein Skill. Kohle. Hier ist aber ein bisschen was los, ne? Weißt du, ich hab Ruhe. Ja, also bei mir ist der Lieferservice unterwegs. Hm. Ich hab keine Pizza bestellt. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, Jasmin, wo bist du? Hier. Bin bestimmt gleich überladen. Mach richtig Geräusche beim Hauen, ey. Ist bei dir eigentlich Wasser in der Nähe? Hast du Wasser schon gesehen? Eigentlich gesehen. Ich würde nämlich gerne wieder am Wasser, in der Nähe vom Wasser, wobei das macht jetzt keinen Sinn mehr, weil du kannst kein Wasser mehr aus Wasser schöpfen. Also du kannst zwar draus trinken, aber kriegst einen Durchfall. Ja, hast du vorher auch gekriegt. Ja, du musst abkochen. Ja, das geht nicht mehr. Mhm. Aber warum nicht? Weil eigentlich geht das ja. Das kriegt Jasmin. So, ich bin jetzt bei Skeeters, ne? Bei what? Bei Skeeter. Bei Skeeter. Ja, ja, ja. Auf dem Bauernhof. Das wäre jetzt aber geschummelt, ne? Fällt er da ja mal rum, da. Wow, ich habe die Fertigkeit, ich habe einen Hunger. Oh. Und 2 Punkte. 2 Punkte? Oder 3. Ich habe noch gar keinen. Ja, frag den mal warum. Ja, warum? Weil du schlecht bist. Ich habe eine Stufe 2 Steinschaufel. Wer ist hier schlecht? Habe ich auch schon lange. Also. War wohl nischt, Patrick. War? Psst. Ah, okay. Du hast mir ganz schön Angst gemacht, junge Dame. Ich denke, wer kommt denn da vorbei? So. Musik ist ein bisschen... Willkürlich, ne? Creepiger irgendwie. So, 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 so. Oh, Level up. Ich habe einen Fertigkeitspunkt, Jasmin. Guck mal, wie viel ich schon habe. Ja, ich würde schon sagen, wir sind wesentlich besser als in der letzten Staffel. Ich meine, du bist noch nicht gestorben, du hast mich noch nicht beleidigt. Kommt noch. Kommt noch. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja, kommt noch. Kommt alles noch. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil ich achte gerne so auf Veränderungen. Ja. Wenn da was auffällt. Schwester Inge hat sich verändert.
Die hat erst einen Kopf gehabt und jetzt nicht mehr. Lässt den Kopf ganz schön hängen, was? Ja. Die wohl wieder mit ihren Gedanken ist. Na, wenn du eine schöne Stelle findest, wo wir bauen können, dann sag ruhig Bescheid. Hey, ich komme ja gerade zu dir. Ja, aber falls du unterwegs was findest, dann können wir ja da auch bauen. Ja, das, was ich hatte, war schon gut, aber das ist ganz schön groß. Ist ja riesig. Und da möchte ich ohne vernünftige Waffen jetzt nicht reingehen. Du kannst jetzt durch kaputte Türen schlagen. Ja, das ist gut. Das war ja vorher auch nicht, ne? Ausdauer! Du hörst doch beim Schlagen diesen... Ist doch vorher auch nicht. Wie er erstmal liegt und mich so richtig fassungslos anguckt, um dann wieder aufzustehen. Nein. Ich muss ihn mal rauslocken. Oh. Ihr seid mir gerade ein bisschen zu aufdringlich, Leute. Ja, vor allem, weil man keine richtigen Waffen noch nicht hat. Ja, und keine Ausdauer. Ja, die hast du sowieso nie gehabt. Ich habe ihren Kopf weggeschlagen wie beim Baseball. Herzlichen Glückwunsch. Der ist einfach geflogen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Herr Band. Nein, ich habe keinen Stofffetzen. Oh, nee, du bist ja voll in der Stadt da, ne? Nee, da gehe ich nicht hin. Verband. Können mich jetzt wieder alle hassen und sagen, gar kein Teamplayer? Das ist mir egal. Oh, das war knapp. Da gehe ich nicht hin. Das war knapp. Ich habe noch gar keine Stofffetzen. Die Kriecher, die sahen schon immer so aus. Welche? Die Kriecher. Ach so. Oh, die kriegt man auch so... Alter. Mann, ey. Das ist jetzt skurril. Eine Dose Essen ist auch ganz schön mau, ne? Ich geh nochmal irgendwo ein Haus. Möchte jetzt wirklich nicht zu dir zur Stadt. Ich bin gar nicht in der Stadt, ich bin hier mitten in der Pampa. Hä, aber mein Pfeil zeigt mich da lang. Also ich habe 3 Schrotpatronen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bin für dich. Was willst du damit, wenn du keine Knarre hast? Nee, ich habe ja eine Steinaxt. Ich halte mit einer Hand fest und mit der anderen, mit der Axt haue ich dann auf die andere Seite drauf. Sicherlich. Möchtest du... Ja, das werde ich mal machen. Bleib liegen, du blöde... Das passt auch. Kacke. Die laufen ein bisschen Banane, ne? Kann das sein? Also so besoffen. Na toll. Sie hat mir eine geknallt und ich blute. Ist richtig. Ist richtig. Da ist hau sie mehrfach mit meiner Steinaxt und sie kippt nicht um. Da ist nichts Verwerfliches dran. Hast du keinen Holzknüppel? Nein. Jasmin, bitte. Ich bin gestorben? Really? Nein. Echt jetzt? Nein. Alter. Ich fange jetzt wieder von vorne an? Ja. Oh, nee. Oh, ja. Ohne was? Nee, da ich keinen Bock... Also wirklich? Das ist nichts für mich? Nee. Oh. Ja, jetzt bist du wieder 2,3 Kilometer weg. Ey, ich habe so viel Sachen gesammelt, ja. Ich mag sowas nicht. So eine Spiele mag ich einfach nicht. Ach Mensch, du sammelst es wieder. Sobald du wieder besser ausgestattet bist, magst du die Spiele. Nee. Ich fand das Spiel immer scheiße, selbst wenn ich Spaß hatte. Nee, aber immer von vorne anfangen kann ich nicht ab.
Das ist für mich dann irgendwann langweilig. Hm. Ja, ist so. Ich muss und wieder alles neu sammeln. Ja, was willst du hier? Kannst du mir auch nicht helfen? Ja, aber wir müssen uns ja irgendwann mal treffen, ne? Ja. Ich habe alles eingesammelt. Kohle, alles. Wir müssten eigentlich auch wieder in der Nähe eines Händlers bauen. Jo, jetzt bin ich keine Steine, ist richtig. Damit wir da nicht so eine weiten Wanderwege haben, weißt du? Schlafsack soll ich immer noch platzieren. Ich hab gar nichts, ich hab nicht mal Essen. Ich bin auf dem Weg. Nee, ich muss zu meinem Rucksack. Die Hütte erscheint mir ein bisschen groß. Außerdem bin ich schon so vollgepackt. Kann ich eigentlich schon einen Bogen machen? Hey, wo war ich denn, Alter? Aber selbstredend. Hier ist alles Kohle, das muss ich mir merken. Hä? Wie weit bin ich denn weg gewesen? Oh. So. Nee, die latscht mir einmal eine und genau da sterbe ich, oder was? Ich sag da nichts zu, sonst schreist du mich wieder an. Ja, Mann, ich muss dich ja anschreiben, bis der Einzige hier ist. Scheiß Apokalypse. Bitte zu meinem Rucksack. Du kannst Bob anschreien, Bob lebt auch noch. Oh nee, ey, wo kommt denn jetzt eine? Aua, ey. Und ich sehe mich schon wieder sterben. Achso, ich brauche ja. Jo, und die hat mir schon wieder eine gezogen. Genau, leck mich doch am Arsch. Ja, und knall mir doch noch eine. Na sicher. Und infiziert bin ich auch. Natürlich. Na klar. Macht ja auch so viel Spaß, immer von vorne anzufangen. Oh mein Gott, das Gejammer erinnert mich so an Anfang Staffel 1. Ja, wo mich der eine da auch angemacht hat. Voll gleich für kritisiert worden. Erste Folge so, bei so einer Laune. Ja, tschüss, dann geh doch, ey. Ich hasse es halt einfach. Ich bin halt so, wie ich bin und ich hasse es einfach. Ist halt so, ne? Entweder mag man das oder man mag das nicht. Ach ja. Aber ich weiß, wer noch schlecht verlieren kann. Ich nicht. Ich sag nur, Mensch, ärger dich nicht, ey. Ist auch ein Scheißspiel. Genau. Ich brauch Honig. Ich bin infiziert. Hey, wieso ist denn wo ist meine... Ich wollte gerade sagen, ey, wo ist meine Steinachs, meine zwei hier? Robotikteile jetzt schon? Geil, die nehme ich mit. Kannst du nicht einfach einen Sappel halten? Wieso? Will gar keiner wissen, weil jetzt keiner wissen will. Nein, ich nicht. Das sind wertvolle Informationen. Aber nicht für mich. Besonders für dich. Ich sammle lieber schon mal für meine Patronen. Dauert noch eine Weile, bis du die herstellen kannst. Ist ja egal, dafür habe ich meine ganzen Sachen. Ja, okay.
Dann kann ich mir nämlich Patronen machen. Verstehst du? Ah. Aber Steine sind irgendwie voll viele hier, ne? Ja. Meine Güte, ey. Ein Verband. Eins nice. Schlafsack mache ich erst, wenn wir angekommen sind, irgendwo irgendwann mal im Haus. Alter, ich bin von Händler Bob schon so weit weg. Bob. Bob. Hallo, Bob. Die guten kleinen Steine. Des Skaters größten Feinde sind die kleinen Kieselsteine. Ja. Wenn da so einer am Rad hängen bleibt, dann hast du aber verkackt, ey. Ein Skater? Ich hatte auch letztens eine Felge. Quatschmüll, ey. Meine Axt ist kaputt gegangen, Jasmin. Oh nein. Die geht auch so in den Schritt. Nicht gut. Au! Nicht gut. Wo ist mein Verband? War das knapp. Wo bist denn du? Ja, 2 Fertigkeitspunkte schon. Level 3. Ich habe Kopfschmerzen. Natürlich. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Fernkampf. Ja, versuche ich auch und trotzdem knallt die mir ständig eine. Wer hält denn den Bogen? Eieiei. Das war jetzt aber ein bisschen riskant, ey. Ich hatte 1 HP. War denn hier der... Da. Nein! Der Honig ist genau vor meinen Augen despawned. Oh, ist das ärgerlich. Alter, hier sind ewig weite Flächen Grünland. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden uns nicht so schnell wiedersehen. Nö, macht nichts. Ey, du bist doch nur 1,5 Kilometer weg. Ich komme aber irgendwie gefühlt auch nicht näher. Ja, ich gehe auch weg. Ach so? Oh, Honig. Oh, den muss ich sofort reinhauen. Benutzen. Ich bin nämlich infiziert. Ich hoffe, das reicht. Schizophrenie in der Tierwelt. Ein halbes Hähnchen berichtet. Wo habe ich denn hier vorhin die ganze Kohle und das Nitrat gesehen? Oh, ich bin zu verwirrt hier. Ich weiß nicht, wo ich hier mich breit machen soll. Da ist ein Haus. Ich habe ein Haus gefunden. Ich gehe da mal gucken, auf das ich wieder sterbe. Wenn ich den Schlafsack noch nicht fertig habe, ist er egal, ne? Mein Rucksack bleibt ja trotzdem da liegen, wo ich sterbe, ne? Ja. Okay. Der hat alle Pfeile gegessen. Verdammt, hier ist eine schöne Hütte. Ach, das ist... Oh, am Arsch, ey. Das ist da, wo ich angefangen habe. Hacke. Ey, bin ich einmal im Kreis gelaufen? Ja, ich bin richtig lustig. Ich bin richtig toll. Ey. Ich kann mir mal selber in die Hand klatschen.
Mann. Ich kann das nicht mit einer Hand klatschen. Es ist vom Mäusemelken. Ich bin echt überfordert. Wo kletterst denn du da rüber? Wieso ich? Nicht du. Ja. Also, ich kletter hier nirgendwo. Sieht irgendwie aus wie so ein Meerjungmann. Ey, diese Axt geht aber schnell kaputt. Ist sie aus Holz? Steinaxt. So, Kohle haben wir. Soll ich mal gucken, wo Wasser ist oder was? Ich gucke jetzt hier gerade, wo Ortschaften sind, dass ich Loot in der Nähe habe, weil Händlerbock ja. Ist mir zu weit weg. Bin auf irgendeinem Weg. Aber die Map ist trotzdem anders, ne? Ja, wurde auch stark verarbeitet. Verbessert. Ah, hier wieder Blei. Geil, überall ist Blei. Kommt mir auch irgendwie alles viel größer vor hier, bis du irgendwann ja, mal Häuser definitiv, siehst. Ey, ja. Das finde ich auch. Oh, ich bin nicht mehr infiziert. Das eine Glas Honig hat mir geholfen. Jetzt muss ich auch auf Toilette noch. Jetzt bin ich so aufgeregt, muss ich aufs Klo. Deine kleine Mädchenblase leeren. Juhu! Level up. Wieder keine Pfeile über. Ob ich der Straße entlang gehen sollte? Aber da hinten ist Brandgebiet, ne? Oh, mein Kopf dröhnt. Ich habe keine Schmerztablette. Ich gehe hier irgendeinen Weg lang. Es ist noch nur Müll. Was ist da drinne? Okay. Ein totes Tier. Totes Tier. Eieiei. Das ist ja jetzt blöd, ey. Ich müsste mal ganz dringend auf die Tö. Was ist denn das hier für ein Weg? Ich krieg Besuch, ey. Ich gehe der alten Mausenweg. Aha. Jetzt bin ich auf einer Riesenstraße. Ist ja cool gemacht, ne? Ich bin gerade zu blöd, ein Hühnchen zu. Ich will aber nicht zu dieser Riesenstraße da. Zu der Stadt. Eigentlich. Ich komme hier nicht klar, gerade. Sie kommt hier nicht klar. Kommst du damit? Könnte das was sein? Direkt Grenzgebiet? Vom Brandgebiet und normalen Gebiet? Ich hätte aber eigentlich lieber Ortschaft. Zumindest in der Nähe. Die haben auch neue Autos, ne? Ja. Designed. Gefällt mir soweit schon richtig gut, bis oh, auf... Oh, ich habe noch einen Honig. Das gefällt mir auch gut. Mir fehlen hier halt die Häuser irgendwie. Oh, ich muss aufs Klo. Wo bist du denn? Ich bin meinem Hobby nachgehen. Menschen anzünden. Oh, wir haben aber viele Zombies. Nein, ich will nicht, dass ihr zu mir kommt. Da hinten ist noch einer, geht dahin. Hm. Noch ein Honig. Woo!
Sie blüht auf. Nee. Bis ich sterbe, dann blühe ich wieder zu. Oh Wunder. Frohlocket. 900 verkündet, Meter noch zu dir. Verkündet die frohe Botschaft. Sie taut nee. Auf. Oh, was ist denn das für ein Buch? So. Letzte, sieh dir unsere Bike. Blablabla. Bla, bla, Fuß gegeben. Geh mal nicht so weit, ne? Jetzt, also ich meine zurück. Muss ich mich gleich mal beschützen. Was? Ja, ich muss aufs Klo. Lauft gerade zu dir, sonst passiert hier gleich ein Missgeschick und ich muss jemanden wecken, der das wegmacht. Was? Ich nicht. Ich muss jemanden wecken. Ach so. Was ist das hier überhaupt? Kannst du mir ein Stück entgegenkommen? Gebietsschutzblock. Oh, der sieht auch gut aus. Hallo. Hm? Kannst du mir... Oh, scheiße, da kommt der Dicke, ey. Kannst du mir ein Stück entgegenkommen? Ja, ich bin quasi dabei. Seh dich nicht. Hier ist ein Auto. Du das da? Nee. Ich bin der gut aussehende Typ am Straßenrand. Nee, du bist das nicht. Oh. Also den ich da gerade sehe. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich bin's nicht. Hab's verstanden. Neue Schuhe. Deine unterschwellige Botschaft war ja nicht zu überhören. Ich bin's nicht. Hm. Oh, ein Vogelnest. Die Erkältung nervt ein bisschen. Also ich bin... meine Stimme hört sich irgendwie komisch an für mich selbst. Oh mein Gott, da achtet keiner drauf, außer wenn du es ständig sagst. Meinst du? Ja. Sollte ich aufhören, gleich... das zu sagen? Ja, bitte. Und jetzt komm her hier. Ich bin doch schon unterwegs. Kohle. Oh, hier ist Kohle. Oh, mein Kopf dröhnt. Ja, ja, ich weiß. Ich habe Kopfschmerzen. Ist mir egal. Das war geil. Das hier bitte nicht. Bleiben Sie stehen, die frommer Bursch. Wo bist du? Ah, da. Kann ich mich kurz zu dir stellen? Hallo. Guten Tag. Das war ja peinlich. Hab ich viele Pfeile gebraucht. Kannst du kurz auf mich aufpassen? Ja, könnte ich, also. Mach mal bitte. Oh, ich komm gleich wieder. Oh. Friendly Fire ist aus, ja. Naked Survival. So, Stein. Ich habe immer noch keinen gescheiten Platz gefunden. Ich hab mal Auge auf dich, ne? Ja,
dir passiert nichts. Ja, ja, ich sehe dich. Mhm. Ja, 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 ich, Na, hat sich wahrscheinlich erledigt. Oh nein! Mein Gewerkzeug ist kaputt. Ja, so langsam brauchen wir auch Nahrung. Und... Das war höchste Eisenbahn. Ja. Ja. Tschut, tschut. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal der Straße entlang und gucken mal, wo hier ein paar Häuschen sind, da. Wo bist du denn da? Ja, von da bin ich ja gekommen. Waren da Häuser? Weiß ich nicht. Ich musste zu dir, weil ich aufs Klo musste. Hm. Da hinten ist doch ein Haus. Hier ist doch Säure. Ja, aber da ist nur ein Haus und dann ist ewig Wüste. Ja, das ist hinten auch ein Haus. Da ist nicht viel. Da kommt auch noch so eine Art Stadt ist das. Ja, ist doch geil. Da in der Nähe. Ja, da genau. Ohne vernünftige Waffen, ja, kann man da schon mal hin. Na, siehste, sind wir uns doch einig. Ah. Ironie, ey. Bin ein überladen. Na toll. Ich bin 18 überladen. Alles gut. 18? Ja. So, das heißt, wir werden in der nächsten Folge Richtung City wandern. Big City Life. Boah, und lassen uns da im Randgebiet, idyllischen Randgebiet nieder. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Begleitet uns auf diese Reise. Bis Wenn ich euch nicht gut. verschreckt habe mit meiner Laune. Tschüss. Ja, genau. Lasst euch von Jasmin nicht unterkriegen. Ihr seid ein bisschen dumm. Was? Wer hat das gesagt? Ja. Manni, reiß dich zusammen da hinten. So, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.